Was auf den Bildschirmen hinter mir, wie auf den ersten Blick auf wie eine Zeltplatz-Idylle aussieht, dient in Wahrheit höheren Zielen. In den Zelten an der Johanneskirche leben schon seit Monaten die Düsseldorfer Aktivisten der Occupy-Bewegung. Sie protestieren gegen autoritäre Politik, die Ausbeutung durch die Banken und engagieren sich für Menschenrechte. In Frankfurt haben solche Proteste im Mai zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gesorgt. Blockupy war das Stichwort. Solche Aktionen haben die Düsseldorfer nun auch angekündigt, obwohl es bei ihnen bisher recht ruhig zugeht. Es sieht schon etwas trostlos aus, das Zeltdorf von Occupy Düsseldorf. Klar, am Wetter liegt das auch, aber unterm Strich ist von anfangs 200 Protestlern nur ein kleiner harter Kern übrig geblieben. Gesund geschrumpft, so nennt Ben den Aktivistenschwund. Er ist seit November dabei und sieht, dass die, die jetzt noch da sind, umso aktiver sind. Wir müssen es realistisch sehen. Hier ist keiner verpflichtet mitzuarbeiten, ja, hier hat keiner einen Vertrag unterschrieben. Man kann also nur auf Mitarbeit hoffen, man kann letztlich keinen dazu verpflichten. Und deswegen muss man es nehmen, wie es kommt. Ja, und letztendlich ist eben das Ziel, Druck auszuüben. Im Herbst vergangenen Jahres hatten sie noch eindrucksvoll demonstriert, dass sie die Massen gegen die in ihren Augen falsche Politik und ausbeuterischen Konzerne und Banken mobilisieren können. Dann blieben die spektakulären Aktionen in Düsseldorf aber aus. Zur Sache ging es dagegen erst vor 3 Wochen in Frankfurt, als die Polizei die Blockade des Bankenviertels auflösen musste. Die Bilder aus Hessen haben auch hier in Düsseldorf Eindruck gemacht. Da sind Leute verhaftet worden, Grund Antikapitalismus. Da wurde Leuten die Haft angedroht, weil sie das Grundgesetz hochgehalten haben. Das sind Dinge, die uns auf jeden Fall Auftrieb geben. Deswegen haben wir auch das Label Blockupy aufgegriffen, um das, was jetzt in den Köpfen der Menschen gerade aktuell ist, auch durch die Nachrichten weiterzuführen. Trotzdem, wer das Camp in der Düsseldorfer Innenstadt passiert, schaut in der Regel gar nicht mehr so genau hin. Der Dauerprotest ist irgendwie normal geworden. An Sympathie fehlt es aber nicht. Ich halte es für sinnvoll, dass man darauf aufmerksam macht, dass da ein bisschen Mist passiert im Bankenwesen. Sollte verstärkt sein. Warum machen Sie da nicht mit? Ja, das frage ich mich auch in dem Moment. Ich würde es wünschen, wenn es was bringen würde. Das Wohlwollen ist da, dass sie ihre vielen Forderungen durchsetzen können, glauben nur wenige und kaum einer will mitmachen. Mit vielen Demos und Aktionen wollen die Düsseldorfer deshalb jetzt wieder auf sich aufmerksam machen, unterstützt von Anhängern aus Duisburg, Dortmund und auch Frankfurt. Dass wir uns besser vernetzen, ist ein Anfang davon und das heißt, ich glaube, das ist überhaupt ein Anfang für vielleicht noch nicht diesen heißen Sommer, aber noch ein weiterer Herbst und noch ein Sommer, das wird nicht weniger, das wird mehr, auf jeden Fall. Klar, letztendlich lebt sowas, solange die Leute Kraft haben dafür, das weiterzumachen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das weitergehen wird und sich auch weiterentwickeln wird. Und tatsächlich, seit heute werden es auch wieder mehr Zelte in der Innenstadt. Der Widerstand geht auch in Düsseldorf weiter. Die Occupy-Bewegung, mancherorts mittlerweile zur Blockupy-Bewegung mutiert, hat für dieses Wochenende in vielen Städten und Kommunen zu Aktionstagen gegen das europäische Krisenmanagement aufgerufen, auch hier bei uns in Düsseldorf. Rund 100 Aktivisten und Sympathisanten von Blockupy Düsseldorf haben sich am Nachmittag in der Innenstadt versammelt. Sie forderten Solidarität mit den von der Finanzkrise bedrohten Menschen in Spanien und Griechenland. Mitverantwortlich für die prekäre Lage in den betroffenen Ländern sind nach Ansicht von Blockupy, neben Banken und Finanzspekulanten auch, global agierende Konzerne, von denen etliche ihren Standort in Düsseldorf haben.